Truppenbesuch von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht beim Lufttransportgeschwader 62 im niedersächsischen Wunstorf nahe Hannover. Der Stützpunkt umfasst unter anderem einen Militärflugplatz für Transportflugzeuge vom Typ A400M. Insgesamt 37 Maschinen dieses Typs wurden bislang an das LTG 62 ausgeliefert. Aktuell wurden die A400M auch bei diversen Luftbetankungsmanövern an der NATO-Ostflanke eingesetzt. Lambrecht bekräftigte, dass sich NATO-Verbündete weiter auf die Unterstützung Deutschlands verlassen könnten. Wir machen das weiterhin in Litauen, dass wir da die Truppe verstärkt haben. Aber wir unterstützen auch in Rumänien beim Air Policing. Ganz wichtig, dass das laufen kann. Und wir unterstützen durch den A400M und die Luftbetankung, dass es dort reibungslos funktionieren kann. Ein wichtiger Beitrag. Unsere Verbündeten können sich auf uns verlassen, an der Ostflanke, aber auch darüber hinaus. Auch im weltweiten Einsatz gegen die Covid-19-Pandemie wurden A400M eingesetzt, sowie bei der militärischen Evakuierung von mehr als 5000 Menschen im August 2021 aus Kabul.